Das Licht ist aus, wir gehen nach Haus. Zwei von der Handbremse, da mir die Braunfärbung nicht sonderlich gefallen hat und die Handbremse etwas zu weich eingestellt wurde, habe ich mir jetzt eine Farbe besorgt und einen Rostschutzgrund und werde auch noch das Blech und die Bremssattel etwas schwärzen und die Handbremse nochmal nachstellen. Wie gesagt, ich bin knapp fertig geworden, aber für die Reinigungsarbeiten war einfach zu wenig Zeit. Es war schon stockfinster und darum mache ich das jetzt am Wochenende. So drückt man vernünftig einen Bremskolben zurück, Schraubzwinge und den alten Klotz. Diese Flächen gehören vernünftig gereinigt, bevor wir es wieder einbauen. Und ja, wie gesagt, war ein bisschen schlampig letztens. Oh, ich habe nun den Bremssattel gereinigt, den Kolben zurückgedrückt, so gut es ging. Ich habe es ja ein bisschen so auf die Schnelle zerlegt. Nicht unbedingt alles nachmachen, so was ich so mache. Ja. Wichtig ist auf jeden Fall das Antiquietschblech und schauen, dass das dann gut flutscht. So sollte das Ganze dann circa aussehen. Ich habe dahinter das Quietschblech auch ein bisschen was gegeben, damit das ein bisschen hält. So, die Bremsen wurden nun zusammengebaut. Bevor wir mit der Probefahrt anfangen, zeige ich euch noch kurz, wie wir die Handbremse im Innenraum nachstellen können. Man läuft ja immer wieder Gefahr, wenn man das zu weit nach oben zieht, die Handbremse, dass man die Kunststoffverkleidung zerstört. Und ja, und darum zeige ich euch das jetzt. So, bei meinem Volvo, Baujahr 94, haben wir hier so eine kleine Abdeckung, die mit dem Schraubenzieher aufmachen. Immer an der unteren Seite. Denn da hat schon mal wer das ganze Ding vergewaltigt und dadurch was abgebrochen. Immer auf der Rückseite, wo diese Ausnehmung ist. Dann brauchen wir einen, was haben wir da, 40er Torx. Und dann kann man das schön unten und reinfilmen. Und dann sieht man hier schön den Torx. Dazu lösen wir die Handbremse. Und dreht einmal ein Stückchen. Ich lockere nun in meinem Fall die Handbremse etwas, da ich sie ziemlich straff eingestellt habe. So ist leider ein bisschen laut in meiner Nachbarschaft, aber wichtig ist, kurz mal auf das Bremspedal drücken, Handbremse auf und zu machen und dann drehen versuchen. Nicht, dass sich irgendwas verklemmt oder zwickt, weil sonst läuft euch die Bremse heiß. Der Rest, das was ihr hört, das wird sie einschleifen, ja. Hoffe ich mal. So Leute, ich bin nun auf einer nicht stark befahrenen Straße, ich mache gerade meine Probefahrt und jetzt will ich schlussendlich auch noch wissen, ob die Handbremse gleichmäßig zieht. Ich habe es so schon probiert, aber kein Video gemacht. Ja. Also ich ziehe mal so ein paar Zähne an, ich habe sie ganz straff eingestellt, gerade dass sie nicht schleift und dass sie halt so wenig wie möglich Zähne benötigt. Ja. Also ihr kennt das, ja, wenn das ganz nach oben steht, dann bricht da gern das Plastik und es ist jetzt so, dass ich so schön in der Mitte habe und dann ist es so richtig knackig. Ja. So, ich habe die Handbremse jetzt angezogen und lege mal den ersten Gang ein und schaue mal ganz vorsichtig von der Kupplung runter. Ja, man merkt es, ich weiß nicht, ob man es sieht. Beide Seiten blockieren schön und man merkt auch nicht irgendwie, dass eine Popo-Hälfte irgendwo weniger weint reingeht. Ich sag's mal so, das hat man irgendwie ein Gefühl. Ne? Ja. Schön gleichmäßig beide Seiten gehen schön hinein. Gut, nächster Test. So Leute, was man doch machen kann, wenn man ein Stück gefahren ist,
immer mal so ein bisschen schauen. Aha, ja, nicht warm. Auch nicht warm, nicht übertrieben heiß oder irgendwas. Ja. Regelmäßig, so am Anfang beim Einfahren von den Bremsen schauen, ja, wird eine Seite wärmer oder nicht. Nicht, dass er irgendwie das Bremssystem kochen wird. Aber ganz wichtig, mit so einer kleinen Technik kann man echt schauen, ob man ein Problem an der Bremse hat. Ja. Ich kann da mal so eine Geschichte erzählen. Meine Mutter kam von einer Werkstatt nach Hause. Ja. Der ist gar nichts aufgefallen. Ich habe mir das Auto ausgeborgt, weiß nicht warum, ist auch egal. Und dachte mir so beim Wegfahren, der geht links in die Kinder. So links hinten hast du richtig gemerkt beim Anfahren, ja, das hat irgendwie hinten mehr Kraft gekostet. Ne? Ja, schlussendlich hatte die Bremse einen Fehler, die Handbremse. Und die wurden aber neu gemacht. Und ja, die Werkstätte hat sich entschuldigt, meint, das ist der Grad von dem Bremsbacken. Und schlussendlich haben sie das ganze Bremssystem getauscht. Und eigentlich war nur das Handbremsseil defekt. Also die ganze Reparatur wäre eigentlich überflüssig gewesen, wenn man das Handbremsseil getauscht hätte. Ne? Gut, nichtsdestotrotz. Egal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und nehmt euch auf jeden Fall Zeit für so eine Reparatur. Speziell bei älteren Fahrzeugen, denn es gibt vielleicht etwas mehr Reinigungsarbeit und ich habe mich richtig geärgert, dass ich das so am Abend gemacht habe und nicht so wie geplant am Samstag. Ja, heute ist Samstag, gespart habe ich mir nicht viel, außer dass ich halt zweimal machen musste. Gut Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao. So, und dass ich den Volvo da schön rollen kann, weiß man auch, dass da nichts steckt und zwickt.